Hallo, hast du dich schon mal gefragt, was für eine Art von Lebewesen Pilze sind? Sind sie eher mit Pflanzen oder mit Tieren verwandt? In diesem Video geht es um die systematischen Reiche der Lebewesen, im Besonderen um das Reich der Pflanzen. Du wirst lernen, worin sich die Reiche unterscheiden und wie der Stammbaum der Pflanzen aussieht. Es gibt viele Möglichkeiten, Lebewesen systematisch zu ordnen. In der Geschichtsschreibung wird zum Beispiel dem Naturforscher Carl von Linné viel Bedeutung beigemessen. Linné unterschied zwischen unbeweglichen Pflanzen, einschließlich Pilzen, und beweglichen Tieren. Er sah also zwei Reiche. Diese Theorie scheiterte an der ungeklärten Zuordnung von Bakterien und Einzellern. Ein heute anerkanntes System aus fünf Reichen entwickelte Robert Whittaker. 1969 ergänzte er Linnés System um die Reiche Pilze. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.